Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde des Chaos Trios in PlayerUnknown's Battlegrounds. Ich bin Speedy. MK hier. Und ich bin Chief. Und hier vorne läuft Bob Ross. Ich verfolge ihn, ich will sein Autogramm. Happy Little Accidents. Bob Ross, gib mir dein Autogramm. Hey Bob. Bob. Der hört mich nicht. Ich dachte, der ist Ingame-Chat vielleicht aus. Ach ja, richtig, Ingame-Chat. Bob Ross, bleib hier! Bin mit der Sichel! Bob! Apropos Bob Ross, den neuen Deadpool-Trailer gesehen? Ja! Ja, großartig. Absolut wundervoll. Naja, zum Zeitpunkt dieser Folge nicht ganz so neu, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme definitiv neu. Okay, die Herren möchten was Neues. Die Unglaublichen 2-Trailer. Lass mich kurz mich mal konzentrieren, wohin wir fliegen. Primorsk fällt aus. Hin nach Mülltau geht's. Mülltau. Oh nee, ich fliegen wir dran schon vorbei. Ich würde jetzt fast sagen, weil es so schön weit weg ist. Schule? Atomkraftwerk? Oh, das schaffen wir doch nie von der Strecke her. Doch, doch. Zwei Kilometer kriegst du hin, wenn du die Nase nach oben ziehst. Okay. Das packe ich nicht. In dem Fall... 3, 2, und raus. Nicht. Und dann die Kamera komplett nach oben halten und dann mit Alt dich umschauen, weil du dann im Prinzip fliegst, weil den Rest gleitest du mit dem Fallschirm. Release Parachute. Also erst nach oben also drücken, das mit dann Alt drücken. Mit Alt macht bei mir gar nichts. Nein, wenn du Alt gedrückt hältst, kannst du dich umgucken, ohne dass deine Mausbewegung deine Flugbahn beeinflusst. Darum geht's. Weil normalerweise fliegst du in die Richtung, in die du die Maus drehst. Ja, toll. Ja, na, ich pack das nicht bis dahin. Ich bin ganz weit weg von euch. Ja, Ersatzweise die Stadt hier dazwischen? Nee, Moment, du bist ja wirklich... Ich komm, ja, weil ich hier Alt drücken sollte und keine Ahnung. Wollen wir dem Höcker entgegenfliegen? Ja, würde ich sagen. Fliegen wir nach... Nee, fliegt mir nicht entgegen, fliegt weiter. Ich bin tot. Hier sind 20 Millionen Leute, fliegt nach hinten. Aber hier zwischen dir und uns ist ein kleiner Bauernhof. Da gibt's vielleicht auch Waffen. Bauern haben Waffen, richtig? Hm. Schaffst du es zu unseren Gebäuden? Wir sind vielleicht einen halben Kilometer von dir entfernt. Hinter der Kuppe müsstest du zwei, drei Gebäude sehen. Ja, ich gucke mal. Hier sind einige Leute zwischen mir. Ich sehe hier tausende Leute, die sich bewegen. MKs Übertreibung. Genau, hier können maximal 93 Leute sein. Ich hab noch auch ein Königreich für eine Waffe. Also hier drin sind tonnenweise Cowboy-Revolver. Die bringen allerdings keine nichts. Munition mehr. Ah! Hab Schüsse gehört. Habt ihr gesehen, dass PUBG Werbung für sich selbst macht? Im Inneren dieses Spiels in Form von Graffiti? Ja. Yep. Finde ich lustig. Die hatten zwischendurch auch, glaube ich, mal Twitch-Werbung oder sowas drin. Okay, mein Haus ist eine Niete. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin noch am Durchsuchen. Bis jetzt ganz gut. Ja, ein Rucksack, sehr gut. Den könnte ich brauchen. Okay, ich bewege mich jetzt mal weiter nördlich zu dem einen Gebäude. MK, immer weiter nach Norden gehen, wenn möglich. Ja, ich muss ja erstmal nachladen. Moment. Ach, du hast dir in so einer kleinen Hütte was geholt. Ich habe aber auch positive Infos. Wir sind im Kreis. Ist Schule auch noch im Kreis? Dann würde ich nämlich definitiv dahin gehen. Schule ist sehr im Kreis. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nach Schule. In Pochinki ballern sie sich ab. Das ist gut, dass wir da nicht zwischengelandet sind. Ach, das ist Pochinki? Das ist Pochinki. Pochinki und der Brain. Pochinki und der Brain. Da hätte die ich mal einen was anhören dürfen. Schießen aufeinander, die anderen sind tot. Ich bin eine Waffe, Gott verdammt. Ich hab dir gesagt, wo du Wildwest-Revolver findest. Jeef, Richtung Süden kommt noch einer mit dem Fallschirm runter. Wenn du eine Waffe hast, schieß ihn ab. Richtung Süden, 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 Süden. Da sehe ich niemanden. Ja, hinter der Scheune gerade runtergekommen. Wie kann denn jetzt noch jemand landen? Lang geflogen, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall keine Waffe, ich bewege mich Richtung Schule. Den kaufe ich mir jetzt. Hey! Kamerad!
Es war auf jeden Fall ein Einzelner. Es kann aber sein, dass er der letzte Nachtzügler von irgendwas ist. Ich bin gekommen, um Luftlöcher an dich zu machen. Warum du nicht hier? Jeff fühlt sich betrogen. Waffe? 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 Jeff geht in Scheune. Ernsthaft? Ich habe 2 Granaten. Ich bin super bewaffnet. Ich habe 2 Rauchgranaten. Oh, ich komme nochmal zu dir, Speedy. Ja. Immer Richtung Gelb. Wir haben nehmen Zeit, das Vierfache, wie sie im Endeffekt liegt. Ja, ich habe auch ein Vierfach. Dann sind wir gut ausgerüstet. Aber ich habe keine Waffe. Nicht eine einzige. Nicht mal eine Handfeuerwaffe. Ich habe die... Oh, hier sind Rucksäcke. Tonnenweise. Ich habe einen. Ich nicht. Ich nicht. Dann komme ich aber zu dir. Ja, komm zu mir. Aber Vorsicht, ich habe eine gruselige Maske auf. Nicht, dass du dich erschreckst. Seid euch gewiss, ihr seid östlich vom Pochinki. Wenn die da fertig sind mit Geballer, kommen die eventuell zu euch. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, aber ist der Vorbote von Tod. Ja, ja. Wieso soll ich stressen? Außerdem Bomben zu. Hier ist rot, hier ist alles rot, Chief, hier ist alles rot. Wenn ihr in Gebäuden seid, ist es in Ordnung. Menschen genannt MK gehen das Haus. Bin ich in Häusern sicher vor dem Angriff? Ja. Ja. Dafür sind Häuser da. Okay, wo ist hier Dingens Chief? Genau. Außerdem hier oben ist eine Mikro-Uzi, falls du willst. Nee, nee, ich hab mal AKM. Now we wait. So, und aus der Bombenzone raus und kann in Ruhe Schule looten. MK, willst du meinen Scope? Ich hab keine Waffe, auf die das Ding drauf passt. Ja, erstmal muss ich alles explodieren. Und kannst du auch trotzdem schon mal nehmen. Ja, passt das auf die AKM? Keine Ahnung. Ja. Oh, Schule ganz für mich alleine, ich liebe es. Wieso hast du es so eilig zur Schule zu kommen? Weil ich eine gottverdammte Waffe haben will. Ich mach jetzt die Fenster kaputt. Ah, okay, ich darf das nur eine Millimikrosekunde antippen, damit das mit dem Sucher funktioniert. Das ist ein bisschen eigenwillig. Ja, ich darf den Knopf nicht normal drücken, ich muss den tippen. Ich habe übrigens einen Dreierhelm gerade. Ich laufe jetzt zur Schule. Lass uns bleiben zusammen. Wer hat das gesagt? Ah, ich werfe eine Rauchgranate nach dir. Ich bin straight behind you. Kann ein Spieler im Spiel so viel Pech haben wie ich gerade, dass ich hier überhaupt nichts finde? Ja, du kannst mir zum Beispiel vor die Schrotflinte laufen. So was Ähnliches wollte ich auch gerade sagen. Also da würde ich sagen, dass das mehr Pech ist, als keine Waffen zu haben, aber... Also man kann sehr viele verschiedene Formen von Pech haben in diesem Spiel. Mein Favorit ist im Freien unterwegs sein und vom Bombenkreis erwischt werden. Vor allem, wenn gerade alles gut läuft. Hm? Das ist gewählter Freitod. Wenn keine Gebäude in der Nähe sind? Das ist dann scheiße. Okay, hab ich's gesagt? Was habt ihr jetzt schon wieder angerichtet? Ich hab den Bombenkreis beschworen. Aber es geht, wir sind aber ran. Lauf, Chief, lauf! Er lässt einem ja netterweise immer ein bisschen Zeit. Er ist gekommen, um uns zu zerstören. Ah toll, er ist genau zwischen uns und dir, Speedy. Ja, der ist südwestlich von der Schule, aber ich bin nicht betroffen, Gott sei Dank. Ich loot was für euch mit und gebe euch dann Gesundheit und ähnliches. Mr. Speedy denkt wieder nur an sich selbst. Ich denke an euch mit, deswegen gebe ich euch gleich ganz viele Boosts, denn ich habe ganz viele Boosts. Ah, wir kommen aber doch dran vorbei. Ich weiß gar nicht, warum das im Zweiten Weltkrieg so schwierig gewesen sein soll, Bomben auszuweichen. Weiß doch immer ganz genau, wo die fallen sollen. Vorsicht mit solchen Aussagen. Vorsicht. Too soon? Yes. So, wollen wir nochmal gucken, ob hier nicht noch irgendwas liegt. Bestimmt liegen hier tonnenweise tolle Sachen. Zum Beispiel... Ein Hemd. Eine Polizeiweste. Habe ich eine Weste? Ich habe keine Weste. Dann nimm sie dir.
Ja, hatte ich vor. Übrigens, das Hemd ist schwarz, falls du es willst. Alle Hemden sehen Ja. aus wie weiße Hemden, wenn sie auf dem Boden liegen. Lass dich davon nicht verwirren. Ach so, ah, cool, thank you. Nur, wie gesagt, die Dinger bleiben nicht in deinem Inventar. Ja, habe ich mittlerweile mitbekommen. Kann es sein, dass sie im Inventar bleiben, wenn man gewinnt? Hier ist ein Auto. Nein, auch dann nicht. Schade. Ich hole das Auto. Hier ist noch eine Weste. Autofahren, Autofahren, Auto auf der Autobahn. Ich höre gerade ein Auto. Seid Wenn ihr du mich das? überfährst, töte ich dich. Würde ich doch niemals machen. Steig ein! Die 3 Meter bis zur Schule. Okay, So. dann seid ihr das. Okay. Ich gebe dir Deckung. Wenn gebe ich dir Deckung. Ich gebe dir Feuerschutz, Steve. Lauf mir nicht vor die Räder. Und dränge dich nicht vor, ich will als Erster durch die Tür. Habt ihr Tut's noch Helme mal. oder Rucksäcke? Ich habe einen Helm Rucksack, und einen ja, Rucksack. Helm, nein. Helm wäre hier ein Zweierhelm in der Sporthalle, wenn du zu mir kommst. Ich habe es auf der Karte markiert. Die Schule sieht schön aus. Haben die die Ja. überarbeitet? Ja, leicht. Ein bisschen farbenfroher. Hier ist auch noch eine Weste. Ja, ich muss jetzt erstmal gucken. Okay, Emko, du bist im falschen Gebäude, wenn du das Ding von mir haben willst. Möchte eigentlich zum Auto zurück. Ich habe Schiss, dass mir einer das Auto klaut. Zum Beispiel ihr! Mit der unsinnigen Behauptung, ihr würdet besser fahren als ich. Dabei hab's ich sogar mal geschafft, ein Auto durch einen Bunker zu fahren. Tut nicht so, als hättet ihr jeweils so etwas Cooles geleistet. Gestern erst. Willst mich nur zum Narren halten. Ich wohne in einem Bunker, Ich war mal in meinem Bunker. Ah ja, Bandagen, stimmt. Heil-Items wären da ganz nett. ja. Ich habe 2 Koffer und 20 Bandagen. Das finde ich gut. Ich habe 10 Verband dabei. Ja, Verbände sind nicht nutzlos, aber praktisch alles andere ist besser. Wobei ich meine, im Ernstfall sind auch Bandagen ganz hilfreich. Na, im Ernstfall kriegst du Okay, dich ein bisschen hochgehalten. wir müssen ein bisschen nach. MK, komm mal mit, damit du dir den Helm holen kannst. Was denn? Ich hab doch eine Wollmütze auf. Was willst du denn? MK. Ich warte im Auto. Wenn ich mich erinnere, wo ich das geparkt habe. Ach, hier hinten. Ach nee, warte mal. Jetzt hat mich der Chief verwirrt. Oh, Hier. Entschuldigung. Und hier sind auch noch 5 Verbände, die kannst du mitnehmen. Hier. Achso, ja. Ja, Moment. Aua! Wer hat dieses Gebäude dahingestellt? Hier ist noch ein Schuppen. Und du magst die UMP nicht. Ich liebe die UMP. Weil hier liegt eine UMP. Ich habe schon eine UMP, deswegen. Falls einer noch keinen Helm hat, hier ist einer. Also hier in dem Gebäude, in dem kleinen, in dem Schuppen liegt einer. Und ich habe ein erweitertes Magazin für die SR, wenn einer braucht. Das behältst du bitte mal. Schaden tut's nicht. So, und der Rest ist hier fertig. Warte, da vorne die kleine Kackhütte gehe ich gerade noch. Wie wollen wir es machen? Die Zone lässt uns keine Zeit mehr für Schule gleich. Wir sind doch in der Schule. Oh, VSS? Nee, danke. Warte, die. Fahrdienst. Warte. Wie wär's mit dieser Wasserstadt? Die wäre noch drin. Gelbe Markierung. Gelbe Markierung geht klar. Weil die dürfte auch so weit weg sein wie Schule, dass da keiner hingeflogen ist. Au! Und dann hast du ein bisschen Chief! was, ja. Was zum Teufel?
Soll ich's flippen? Kann man das? Geh weg. Geht weg. Geht weg. Oh mein Gott, Speedy beim Granaten werfen. Wuhu! Sehr schön, aber es raucht. Ja, ich hab ne Granate geschmissen, was erwartet ihr? Dafür konnte ich aber wirklich nichts. Jetzt kolportieren wieder alle die Geschichte, dass ich nicht fahren kann. Nein. Das ändert sich mit dem nächsten großen Update auch. Die haben die komplette Fahrzeugphysik angepasst. Ja, die fahren sich alle jetzt wesentlich anders. Alle wesentlich schwerer. Kann man denn wenigstens das hier noch machen? Ach, die gute alte Wasserstadt. Können das alle nicht? Ich kann das, aber nicht, wenn Jeep vor mir ist. Jetzt bin ich wieder schuld. Richtig. Vierfach-Scope. Würde ich... warte, ich habe einen Vierfach. Entschuldigung. Wie gesagt, ich habe keine scopebare Waffe. Ich nehm's mal mit. Nimm's mal mit. Ja, Ammo, Ammo. Oh, hier kommt ein Auto. Oh, ich habe ein Auto. Also sehr nah. Die stehen direkt hier vorne. Da. Die versuchen über die Mauer drüber zu fahren. Fahrer ausgenockt. Na, wo ist er? Na, wo ist er? Zweiter ausgenockt. Haben mich erschossen, haben mich erschossen. Direkt an der Mauer. Frey, wo bist du? MK retten. Direkt da um die Mauer rum. Ja, ich hab's gesehen. Der hat nur 416, meine ist nicht schnell genug. Au! Ja. Das hat gut geklappt. Der ist vor nix. Ja. Ah, ja, aber 16. Wollen wir dann noch eine Runde anfangen? Aber wie viel haben wir denn auf der Uhr? Wir haben circa 20 Minuten. Ja. Let's do it! Okay, haben wir dann Glück bis zur nächsten Runde. 5 Minuten. Oh. Und da sind wir wieder. Ja, Schwert auf Rache. Rache. Okay. Oh, wir haben Sonnenuntergang. Rache. Das macht ein komplett neues Verhältnis von Licht zu Schatten. Haben auch Sie einen gereizten Rachen? Dann benutzen Sie Ipalat Hustenpastill. Ich hätte vielleicht eben runtergehen sollen, statt auf dem Dach zu bleiben. Hinterher ist man immer stolz. MK hat eine Pfanne! Tust mich nicht. Vielleicht nice to know für dich, MK. Man kann diese Insel auch im Spiel nochmal betreten, aber dann sind alle Tische leer. Ja, abgesehen davon, dass es sehr schwer ist, hier hinzukommen. Nein, Boot fahren und gehen. Ich bin noch nie nach der Lobby hier gewesen. Ich war schon einmal hier, aber sie haben mittlerweile das Loot genervt. Okay, wir fliegen rechts an der Militärinsel, also westlich an der Militärinsel vorbei. Strand? Strand wo? Ja, lass uns doch direkt hier runtergehen. Severny, jetzt? Ja. Okay. Okay. Schnauze nach unten und gib ihm. Weil die meisten bleiben ja immer ewig drin, die wenigsten gehen so früh raus. Hier ist einer direkt hinter mir. Also so wie ich das beobachte, gehen die... verteilt es sich tatsächlich immer ganz, ganz ordentlich über die Karte. Ah, ich gehe jetzt erstmal zum Restaurant, da ist immer gut Loot. Ich hatte Top Speed. Sehr gut. Speedy. Also ich habe einen definitiv gesehen, der rund 2, 3, 4. Ja, das geht doch. Keine 20. Ich lande auf dem Dach. Ja, ich lande auf dem Dach. Halfpipe. Half-Life? Halfpipe, ich bin im Prinzip mit meinem Charakter Skateboard gefahren. Oh Gott, hier liegen 3 Revolver. Wer denkt sich das aus? Du immer mit deinen Revolvern. Ich kann da nichts für, aber ich sehe ein Auto. Das heißt, wenn wir überleben, können wir irgendwo hinfahren. Seid ihr gerade zuletzt gelandet oder ist hier direkt einer bei mir? Also ich bin schon gelandet. Ich bin hier am Plündern. Okay, dann ist hier
Bei mir in der Nähe einer. Also, diese Polstermöbel sind wirklich sehr bequem. Eine Weste. Ich höre Schüsse. Das war ich aber nicht. Ich habe einen Fallschirm jetzt gerade eben gehört. Ja, ja, eben. Und das war gerade eine Schrotflinte. Die Schrotflinte, unter Kennern auch als Todflinte bekannt. Da wurde gerade eine gemetzelt. M416, das ist doch schon besser. So. Ihr Noobs. Jetzt kommt! Psst, bitte. Ich weiß nicht, wo sie sind. Alle Feinde sagen hier. Hier. Er hieß ihn. Wir sind übrigens im Kreis. Würde einer von euch vielleicht kurz mal zu mir kommen und mit mir zusammen hier. Weil ich wage mich nicht aus dem Gebäude raus. Weil ich weiß, hier ist definitiv einer. Ich höre ihn. Aber ich kann ihn nicht richtig orten. Ich habe ihn gerade gesehen. Infos. Nähere. Ah, ich sehe ihn. Ich komme! Sehr gut! Und tschüss! Ja, Vorsicht, das waren nur zwei. Ist er direkt totgegangen? Nein, ist er nicht. Nee, nee. So, jetzt lass mich. Das ist mein Zeug. Ach, du bist das hier! Ja, natürlich, ich hab den ja erschossen! Ja, ich... Ah! Nächste ist genau hinter der Mauer, vor der ihr steht. Da ist noch einer! Fuck! Wuhu! Ich bin fast tot. Ausgenockt oder direkt tot? Ausgenockt und dann tot. Ich brauche einen Rucksack. Hinten, blaues Gebäude, hinter uns. Gerade reingegangen. Ich brauche Leben. Oh, I'm dead. In dem Gebäude, genau. Wir krabbeln nicht so gut. Und MK. Verdammte, ich hasse die 16A4. Tja, so ist das. Aber dann würde ich sagen, war das jetzt auch die letzte Runde für die Aufnahme. Yeah, ich hatte den Kill. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.